Moin in Ollis Modellbahnkeller. Heute haben wir hier Märklin 3434, eine RE442 der SBB. Die hat einen Delta-Decoder, wie ihr sehen könnt. Schleifer, Fahrwerk, sieht alles top aktuell auf den ersten Blick aus. Wir öffnen mit der zentralen Schraube das Lockgehäuse und finden vor einen Delta-Decoder, gelbe LED-Beleuchtung und einen Wechselstrommotor. Ziel dieser Lok ist es, ein MFX-Decoder von ESO einzubauen, und zwar den 5919. Wir bauen warmweiße LED-Platinen und 21-polige Schnittstelle von Nicole Keller ein. Und dazu brauchen wir auch noch einen Gleichstrommotor 60941. Das Vorgehen ist wie immer bei den Umbauten, die ihr kennt, identisch. Wie soll es auch anders sein? Wir müssen erstmal die alte Verkabelung und Elektrik demontieren. Die beiden Schrauben hier, die brauchen wir weiterhin. Dann sollten wir hier das rote Kabel vom Schleifer haben. Das knipsen wir so ab, dass man so noch sehen kann, wo es dran gelötet ist. Dann isolieren wir das ab neu und verzinnen das schon mal, damit wir gleich für die Montage gerüstet sind. Dann kürzen wir das noch ein bisschen wieder ein, weil sich die Isolierung zurückzieht. Dann demontieren wir, wir legen das Lockgehäuse mal beiseite. Wir demontieren jetzt noch den Motorblock, dazu die Kupplungsdeichsel demontiert, Drehgestellblende ab, dann wie bei Hochleistung, falscher Schraubendreher, bei Hochleistungsantrieben bekannt, nehmen wir die Klemme hier ab und dann haben wir schon mal das Chassis. So, wir sehen kein überflüssiges Öl oder Fett. Die Haftreifen sind auch im Top-Zustand. Darauf können wir aufbauen. Wir nehmen jetzt die Kohlen raus. Auch die sind in nagelneuen Zustand. Die kann man durchaus noch mal als Reserve sich weglegen und weiterverwenden. Lösen wir die Schrauben, die wir weiter verwenden werden. Ups. So. Und dann haben wir die alte Elektronik weg. Der Motorblock liegt vor uns. Er ist wie gesagt sauber und kann gleich geschmiert und geölt werden mit Uhrenöl und so, damit wir gleich den neuen Hochleistungsantrieb einbauen können. Jetzt kommen noch auf die Antriebswellen Öltropfen. So. Im Idealfall haben wir jetzt ein super leichtgängig laufendes Fahrwerk. Dann kümmern wir uns jetzt um den neuen
Gleichstromantrieb. Dann nehmen wir Feldmagnet, den Anker, machen hier ein bisschen B52 Fett drauf. Dann kommt das Motorschild auch schon drauf. Die alten Schrauben verwenden wir, wie gesagt, wieder. Dann bauen wir die Massefeder ein. Und jetzt baue ich noch, läuft schon mal super, die Drosseln kurz an. So, das ist die Antriebseinheit. Wer möchte, kann natürlich die noch mit einer Gleichspannungsquelle testen. Wir sind zuversichtlich, dass alles sauber verarbeitet wurde und wollen sie jetzt wieder einbauen. Das tun wir auch. Gestellblende, Kupplungsdeichsel, ja, und ist die Lok vorbereitet für die LED-Platine. Da ist die LED-Platine. Den Decoder stecken wir gleich mal schon mal auf die Schnittstelle drauf. Aber richtig rum bitte. Dann das rote Kabel. Die anderen knicken wir so leicht ein hier. Das hat den Grund, dass wir sie nachher dann hier unter gut verstecken können. Bitte darauf achten, dass wir kein Kabel einklemmen. So. Und was haben wir falsch gemacht? Wir haben sie falsch rum eingebaut. Mann, und das live im Fernsehen. Der Decoder muss natürlich nach unten, deswegen habe ich ihn vorher drauf gesteckt. Und uns fehlen ja auch die ganzen Lötpins. Das muss natürlich so rum aussehen. So. Heidenei. Bauen wir schon X-Loks mit der schönen Platine um. Und ist auch alles beschriftet. Aber so eine Dusseligkeit passiert mal. Jetzt sind wir komplett raus aus dem Ganzen und haben den Faden verloren. So. Jetzt gucken wir noch einmal, dass wir auch garantiert keine Kabel eingeklemmt haben hier. Sind wir uns nicht ganz sicher, trotz aller Sorgfalt. Es sind doch schon ein paar mehr jetzt. So, dann
Da zinnen wir schon mal die Lötpunkte vor. Wir haben einmal hier den Schleifer. Wir haben Motor 1, Motor 2 und Rad. Führerstandsbeleuchtung verwenden wir nicht. Die sind hier und hier ist auch noch der Lautsprecher, wenn man Sound haben möchte. Dann kommt. Ich sag ja. Jetzt ist Silber raus, so ein bisschen. Kommt das rote Schleiferkabel dran. Und nun bauen wir noch die LED-Platinen richtig ein und setzen die richtig ein. Und die letzten drei Kabel. Da ist die wunderschöne Lok nun. Dreifach weiß, einfach weiß im Wechsel oder statt einfach weiß, einfach rot. Doppel-A-Licht, Notlicht, Parklicht. Jetzt hat sie echt super viele Lichtfunktionen. Hier bitte die Drähte rechts und links führen, da am Gehäuse eine Schraube hier oben ist, die da sonst kaputt quetscht. Wir haben angeschlossen nur das Schleiferkabel rot, schwarz für den Massekontakt hier am Motor, orange und grau von den Motoranschlüssen. Ja, wunderschöne Lok, die Führerstandsbeleuchtung, wie gesagt, die dabei liegt, wie oft bei diesen Modellen, aus Sicherheitsgründen nicht montiert, weil die Führerstandsattrappen echt schwer rausgehen und dabei ganz hohes Risiko besteht, diesen Lichtleiter zu zerstören. Und den kann man bei Märklin nicht mehr bekommen, nur noch in Italien ganz teuer und das ist mir nicht wert. Das ist das Risiko einfach zu hoch. Ach ja, ich habe auch noch den Kontakt hier oben für die Schleiferumschaltung demontiert, damit kein Kurzschluss oder sonst irgendwas entsteht und nichts kaputt geht. Somit schrauben wir jetzt die Lok zu. Der Umbau ist abgeschlossen und das Ergebnis gucken wir uns jetzt an. Da ist die wunderschöne Lok nun mit MFX, dreifach weiß, einfach weiß, Lichtwechsel. Wir haben aber auch natürlich Doppel-A-Licht, rotes Rücklicht und für alle noch auch Notlicht. Also alles, was das Modellbahnerherz begehrt, ist jetzt mit der Lok möglich. Somit ist die Lok doch deutlich aufgewertet worden und entspricht dem modernen Technikstand einer neuen Lok. Vielen Dank fürs Zuschauen, Teileliste und Projekt wie immer unter dem Video. Bis zum nächsten Mal.